Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Bosskampf aus der Höllenfeuer-Zitadelle. Wir befinden uns beim Eisernen Häscher und wie es bereits gewohnt seid, starten wir mal mit einem Überblick über den Kampf. Also was erwartet euch, wie sieht das Ganze aus? Danach geht es direkt auf die Positionierung. Hier müsst ihr dann zwischen den zwei Phasen unterscheiden und danach gibt es dann nochmal Kampfstrategie und alles im Detail. Zum Überblick des Kampfes, wie ihr schon seht, es gibt eine Boden- und eine Luftphase. Sobald der Boss 100% hat, erhebt er sich in die Lüfte und es beginnt mehr oder weniger eine Art Bombardierung. Also hier müsst ihr dann schon sehr, sehr genau auf die Positionierung achten. Aber fangen wir mal mit der Bodenphase an. Wie ihr seht, haben wir drei Marks gestellt. Das hat folgenden Grund. Sobald bei einem Mark, wir starten bei grün, zu viel Feuer spawnt, wechseln wir weiter zum nächsten. Wenn dort genügend Feuer ist, geht es weiter zum nächsten. Und in der Luftphase müsst ihr schauen, da verteilt sich der ganze Raid ein bisschen, denn es gibt nämlich das Feuer noch aus der Bodenphase und zusätzlich gibt es noch unterschiedliche Bombardierungsangriffe des Bosses und da müsst ihr dementsprechend immer wieder ausweichen. Und jetzt starten wir auch gleich direkt mal mit dem Kampf selbst, wie ihr es vorhin schon gesehen habt bei der Positionierung. Wir haben unsere drei Marks, wir starten dann bei grün. Der Raid sollte die Ranges etwas verteilt stehen, damit dann beim Beschuss nicht zu viele Spieler davon getroffen werden, sondern damit es sich auch schön ausgeht, dass ihr ausweichen könnt und auf gar keinen Fall dürft ihr mehr oder weniger für längere Zeit im Feuer stehen, denn da stackt nämlich ein Debuff hoch und ihr erhaltet immer mehr und mehr Schaden und das gilt es natürlich zu verhindern. Weiters macht der Boss auch immer so eine Art Hämmern, wie ihr schon seht, der smasht mit seinen Fäusten in den Boden, das macht natürlich AOE-Schaden und muss mehr oder weniger gegengeheilt werden. Und jetzt sehen wir gleich noch eine sehr, sehr gefährliche Fähigkeit, und zwar dieser Beschuss, den er hier nach vorne macht. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Man kann es auch ein bisschen schlecht abschätzen, wo das genau hingeht, aber es geht, breitet sich so kegelförmig nach vorne aus und da solltet ihr im genauen Auge drauf haben, denn wenn euch das erwischt, erhaltet ihr sehr, sehr viel Schaden. Zusätzlich steht ihr auch noch direkt im Feuer und bekommt nochmal einen Feuer-Debuff und das muss wirklich nicht sein. Und was noch nicht passieren sollte, was auch mir gerade passiert ist, er slidet, also der Boss so wie auf Roller Skate slidet er über den Boden und alles was dazwischen ist oder praktisch was vor ihm ist, wird dann einfach mitgezogen. Das macht jetzt nicht so viel Schaden, aber der Nachteil ist natürlich, ihr seid sehr, sehr weit von eurer Gruppe weg und erhaltet natürlich auch enormen Schaden, beziehungsweise seid natürlich schwerer zu heilen, weil ihr eben weit aus der Gruppe entfernt seid. Also dann, wenn euch das passiert, lauft so wie ich schnell wieder vorne an den Boss ran, denn meistens kommt dann im Anschluss direkt wieder ein Hämmern und das macht natürlich wieder AOE-Schaden. Wie ihr es dann seht, setzt danach direkt auch wieder der Beschuss ein, dann müsst ihr dementsprechend wieder ausweichen, dann könnt ihr nach vorne laufen und wieder Damage auf den Boss fahren. Ihr merkt, wir sind jetzt schon beim mittleren Mark, es ist schon sehr, sehr viel Feuer überall, also so einzelne Pfützen. Ein kleiner Hinweis, der Radius ist höher als er aussieht, also da müsst ihr aufpassen, das Feuer, es bewegt sich auch immer ein bisschen, das muss dann nicht unbedingt sein, dass er hier was direkt davon abkriegt, sondern schaut, dass er weit genügend wegsteht, aber trotzdem noch Reichweite auf den Boss habt. So, und wie ihr schön sehen könnt, ist der rote Balken gleich voll, der befindet sich unter den HP-Balken und damit startet auch die zweite Phase. Der Balken wird danach grün und tickt langsam runter und wenn er wieder bei Null ist, habt ihr wieder die Bodenphase. Also so wechselt sich Luft- und Bodenphase während des Kampfes immer wieder ab und jeweils in der Phase gibt es unterschiedliche Sachen zu beachten. Wir sehen jetzt mal in der Luftphase, da ist sehr, sehr viel Movement gefragt. Die Bomben, die der Boss droppt, die können nebenbei von euch zerstört werden oder er lauft weit genug weg, damit sie euch nicht erwischt. Und etwas ganz, ganz Wichtiges, ihr seht schon das rote Mark des Spielers neben mir, dabei handelt es sich um Artilleriefeuer und zwar beschießt der Boss immer wieder zufällige Spieler während dieser Phase mit so einem großen Impact, das auch relativ viel Schaden macht und anschließend liegt auch Feuer da, also diese Spieler, welche von dieser Fähigkeit betroffen sind von diesem Artilleriefeuer, sollten sich eher nach außen hin bewegen, damit in der Mitte ein bisschen Platz ist und man weiterhin laufen kann und nicht alles praktisch mit Artilleriefeuer zugebombt wird. Nachdem dann die Phase vorbei ist, wie ihr seht, gibt es noch so ein Aufstampfen des Bosses, es sprüht doch wieder mal Feuer in alle Richtungen, also Feuer gibt es bei dem Kampf mehr als genug. Ihr zieht ihn anschließend wieder zu einem Mark, erledigt noch die Bomben, vergisst das nicht, nicht, dass die noch nebenbei hochgehen und weil ihr die habt ihr ja aus der Flugphase mit genommen, erledigt zuerst nebenbei die Bomben, positioniert euch neu und dann beginnt das ganze Spiel von vorne.
Wie ihr sehen könnt, haben wir schon ein paar Spieler verloren, aber es ist kein Problem. Also der Boss hatte jetzt in der Zeit keinen Enrage oder sonstiges, sondern ihr könnt die Phasen einfach immer wieder ruhig runterspielen. Wichtig ist jetzt, dass ihr in der dementsprechenden Phase eben das Richtige macht, sprich in der Bodenphase ein Range und ein Melee Camp zu bilden, eben ein bisschen verteilt stehen, damit ihr den Beschüssen und Fähigkeiten, wie vorhin erwähnt, ausweichen könnt, aber ihr dennoch in Heal-Reichweite verweilt und im Anschluss wieder, sobald die Flugphase einsetzt, eben wieder verteilt am Boden stehen und die Leute mit dem Artilleriefeuer einfach rauslaufen. Das ist einfach ganz wichtig, da ihr ansonsten die Gruppe tötet, wenn ihr dieses Artilleriefeuer in der Gruppe ablegt. Was ihr jetzt noch gesehen habt, was noch ein kleiner Hint und vielleicht ein wichtiger Hinweis ist, das Artilleriefeuer setzt in der Flugphase auf alle Spieler ein, sprich da werden alle Spieler mit irgendeinem Debuff oder können alle Spieler mit einem Debuff belegt werden und in der Bodenphase trifft es nur den Tank. Wie ihr seht, steht der Tank jetzt links von mir. Es dauert eine gewisse Zeit und im Anschluss feuert der Boss dann auf den Tank und es schlägt ein und macht dort Schaden. Das ist ganz, ganz wichtig, denn in der Flugphase macht dieses Artilleriebeschuss auf die zufälligen Spieler 75% weniger Schaden und es macht schon nicht wenig Schaden. Und wenn ihr dann natürlich am Boden seid und den Tank das abbekommt, dann darf dieser auf gar keinen Fall in die Gruppe laufen, sondern muss sich immer schön weit davon wegstellen, denn es überlebt nur der Tank, der droppt schon sehr hart und wenn er in der Gruppe steht, sprengt er natürlich dort einfach die Gruppe mit und das wollen wir natürlich auf keinen Fall haben. So, und jetzt mal gegen Ende des Videos, wie immer oder wie es jetzt auch immer wieder für alle weiteren Videos sein wird, noch ein kleiner Hinweis zu DPS und HPS. Ihr braucht natürlich eine gewisse DPS-Anforderung, um den Boss jetzt zu schaffen und auch eine gewisse Heal-Leistung. Also ich würde euch empfehlen, besonders am Anfang mit ein paar mehr Heiler zu spielen, da eben hin und wieder die Leute es verraffen, einfach aus dem Feuer rauszugehen und hier ein bisschen mehr Heal sicher nicht schlecht ist. Aber dazu mehr in dem Link unter dem Video, da kommt ihr auch nochmal zu die schriftlichen Teilen, da werden die Sachen nochmal individuell erklärt und ihr habt auch ein paar schöne Screenshots, wo ihr seht, wo stellt ihr euch genau hin und so weiter. Also wenn ihr das mit eurer Gilde so nachspielen möchtet, schickt ihnen einfach den Link und somit wisst ihr genau, okay, wir stellen uns dahin, wir machen das und das und somit sollte der Bosskampf selbst kein Problem darstellen. So, und somit sind wir auch schon am Ende des zweiten Bosskampfes. Wenn es euch gefallen hat, vergesst mir nicht einen Daumen da zu lassen. Und wir werfen jetzt auch noch einen kleinen Blick auf den Flügel-Endboss, denn wir befinden uns ja im ersten Flügel und danach geht es direkt weiter und wir stürzen uns auf Kromok. Das ist dann der dritte Boss, beziehungsweise der Endboss des ersten Flügels. Und da solltet ihr mal sicher einen Blitz riskieren, denn es handelt sich hierbei um einen der besten Kämpfe aus der gesamten Instanz.